Am 23. Juli 2009 regnet es über Stuttgart-Zuffenhausen wie aus Kübeln. Die Mitarbeiter des Automobilherstellers Porsche sind auf dem Werksgelände zusammengerufen worden. Es herrscht Untergangsstimmung. Porsche hat die Übernahmeschlacht mit Volkswagen endgültig verloren. Man wird unter das Dach des Wolfsburger Konzerns flüchten müssen. Die Firma wird ihre Unabhängigkeit einbüßen. Der bei der Belegschaft beliebte Vorstandsvorsitzende Wendelin Wiedeking muss gehen. Nicht nur für Wolfgang Porsche, Enkel des Firmengründers, ein bitterer Moment. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Arbeitsplätze. Wir sehen einer guten Zukunft entgegen und verlassen Sie sich auf mich. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Danke. Der Mann, der Wiedekings Abgang inszeniert hat, ist VW-Aufsichtsrat Ferdinand Pirch. Pikanterweise ist Pirch Wolfgang Porsches Vetter und wie seine drei Brüder gewichtiger Anteilseigner bei Porsche. Der Kampf dieser zwei Konzerne ist letztlich auch der erbitterte Machtkampf innerhalb einer Familiendynastie, des Porsche-Pirch-Clans. Es geht dabei um Dominanz und unternehmerische Unabhängigkeit, um Demütigung und um Rache. Vor allem geht es aber um das Erbe aus der ersten und zweiten Generation. Volkswagen ist nämlich das Lebenswerk des gemeinsamen Großvaters Ferdinand Porsche. Und mit Porsche streitet man um das Automobil, das Vater bzw. Onkel Ferry Porsche unsterblich gemacht hat. Ferdinand und Ferry Porsche hätten solche Zwistigkeiten nie geduldet. Ihnen war der familiäre Zusammenhalt heilig. In der Geschichte des Automobilbaus haben beide Männer ihren festen Platz gefunden. Denn jeder war auf seine Art ein Genie. Als Ferdinand Porsche Junior am 19. September 1909 im österreichischen Wiener Neustadt geboren wird, sitzt Vater Porsche gerade am Steuer eines von ihm konstruierten Maja-Rennwagens, um beim Semmering-Rennen Kopf und Kragen zu riskieren. Die Nachricht, dass sein zweites Kind ein Bub geworden ist, hat ihm mit Sicherheit gefallen. 5 Jahre nach der Geburt von Tochter Luise wünscht er sich und seiner Frau Aloysia nichts sehnlicher als einen Stammhalter. Der Senior Ferdinand Porsche hat einen rasanten gesellschaftlichen Aufstieg hinter sich. Der Sohn eines Spenglers ist Direktor der Firma Austro Daimler, für die er Autos und Flugmotoren konstruiert. Er ist ein Erfindergenie, das schon als Kind die Erwachsenenwelt in Erstaunen versetzt hat. Dass er sich nur wenig um die Kosten schert, die seine Erfindungswut erzeugt, missfällt auch den Inhabern von Austro Daimler. Doch niemand wagt, Ferdinand Porsche zu kritisieren. Der Großvater war nicht sehr einfach. Der Großvater war jähzornig. Da gibt es die Geschichten, wenn er sich geärgert hat, hat er seinen Hut vom Kopf gerissen, hat ihn auf den Boden geschmissen, ist draufgetrampelt. Er war ein Genialer. Und Geniale sind nicht immer ganz einfach. Im Leben der Geschwister Ferry und Luise dreht sich alles wie selbstverständlich um das Automobil. Natürlich gilt des Vaters Augenmerk vor allen Dingen seinem Sohn Ferry, der ihn häufig zu Rennen oder an seinen Arbeitsplatz begleiten darf. Die, von denen ich was lernen konnte, waren die Meister und die Monteure in der Fabrik. Und ich habe, statt die Schulaufgaben zu machen, bin ich in die Fabrik gegangen und habe mich mit denen über alle möglichen technischen Dinge unterhalten und mir zeigen lassen und gelernt. Zu Weihnachten 1920 schenkt ihm der Vater einen motorisierten Minisportwagen, der in der Familie fortan der Ziegenbockwagen heißt. Den Namen verdankt er der Bescherungsvorbereitung. Dieses Fahrzeug wurde wohl kurz in die Eingangshalle geholt, in das Haus damals in Wiener Neustadt, und hatte einen Probelauf. Und dieser Probelauf endete wohl in dieser Form, dass man ihm dann erzählt hat, das wäre wohl ein Ziegenbock, der da meckert. Und nicht, dass es ein Geschenk geben sollte und dass es ein Auto natürlich ist. Und am Abend hat er dieses Geschenk dann
überreicht bekommen und ist wohl die nächsten Tage unentwegt mit diesem kleinen Auto durch diese Straßen geflitzt. Kleine Autos faszinieren nicht nur den Sohn. Auch in den Gedanken des Vaters taucht immer wieder die Idee auf, gegen den allgemeinen Trend zur schweren Limousine einen Kleinwagen zu bauen. Als Rennwagen in dem erfolgreichen Typ Sascha nimmt die Idee Formen an. Im Jahr 1923 zieht die Familie nach Stuttgart um. Vater Ferdinand ist jetzt technischer Direktor bei Mercedes. Dort konstruiert er eine Reihe legendärer Rennwagen und Limousinen. Ferri besucht die Gottlieb-Daimler-Schule in Bad Cannstatt, Lieblingsfach Mathematik. Im Jahr 1927, mit 18 Jahren, lernt Ferri die Schülerin Dorothea Reitz kennen. Ja, meine Mutter. Ja, die haben sich, er hat sie wohl in der Straßenbahn gesehen und hat sie dann angesprochen. Und da er ja schon Auto fahren konnte damals, hat er sie eingeladen, mit ihm zu fahren. Auf jeden Fall hat sie ein Rieseninstrument bei sich gehabt. Und da hat er gesagt, er würde sie hinbringen, weil er ja Auto gefahren ist. Da hat sie, das hat sie mir mal erzählt, das war ihr unangenehm, weil sie wusste gar nicht, wie sie dieses Gerät dort hineinbringt und wollte deswegen eigentlich nicht mitfahren. Ist aber dann doch mitgefahren. Außer der Dodo hat er keine näheren Kontakte gehabt. Seine erste Liebe war seine große Liebe und die später auch zu seiner Frau führte. Doch zunächst wird Ferri von seiner geliebten Dodo getrennt. 1928 beschließt der Vater, nach Österreich zurückzukehren, zu Steyr, dem größten Automobilhersteller des Landes. Ferri soll auf einer Wiener Privatschule das Abitur nachmachen, um später die Technische Hochschule besuchen zu können. Er wohnt bei Schwester Luise, die gerade den Wiener Rechtsanwalt Dr. Anton Pirch geheiratet hat. Doch auch bei Steyr hält es den Vater nicht lange. Als man versucht, seine Arbeitsmöglichkeiten zu beschneiden, kündigt er auch hier. Der entscheidende Schritt folgt 1931. Ferdinand Porsche beschließt, zusammen mit seinem Weggefährten Karl Rabe und einem Team von Vertrauten, in Stuttgart ein eigenes Konstruktionsbüro zu eröffnen, trotz der wirtschaftlichen Depression dieser Jahre. Es war sicher für diese Konstrukteure damals auch ein großes Risiko. Aber es war von Anfang an doch so, dass ein ungeheurer Wille und ein Mut vorhanden war, diese Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Auch Ferri ist mit von der Partie. Doch den Vater als Chef zu erleben, ist nicht immer angenehm. Wie vor kurzem noch, als ein Motor in der winterlichen Kälte nicht anspringen wollte. Und da hat er ja getobt, dass ihm das passierte. Und der Unterschied zwischen Vater dominieren und die Mutter, er war ja sehr stark auf die Mutter fixiert und bezogen. Und er war eigentlich, hat er selbst mal gesagt, eine Art Muttersöhnchen. Ich glaube, dass er manchmal unter der ruppigen Art des Vaters gelitten hat. Und deswegen war er sanftmütiger, würde ich sagen. Aber er hat durchaus sein Ziel verfolgt. Die ersten Jahre des Porsche-Konstruktionsbüros sind mühsam, aber nicht erfolglos. Erst ist es der Motorradhersteller Zündapp, dann die NSU, die einen Kleinwagen auf den Markt bringen wollen. Sohn Ferri ist für die Erprobung zuständig. In beiden Fällen passiert das Gleiche. Der Auftraggeber springt im letzten Moment ab. Doch dann folgt Vater Porsches großer Wurf. Der Mann, der Anfang 1933 in Deutschland die Macht übernimmt, hat keinen Führerschein. Trotzdem ist er ein Autonarr. Eines der ersten Ziele Hitlers ist es, die deutsche Automobilindustrie wieder in Schwung zu bringen. Ferdinand Porsche begreift schnell, dass Hitler der Mann ist, mit dem er seine Ideen verwirklichen kann. Zunächst geht es um einen für die Autounion konzipierten Rennwagen, für den er von Hitler in einem persönlichen Gespräch Subventionen erbittet.
Hitler hat früh erkannt, welchen propagandistischen Wert Automobilrennen für das nationalsozialistische Regime haben können, wenn man sich deren Fahrer und Funktionäre bemächtigt. Bald sind Automobilrennen willkommene Anlässe, die Überlegenheit deutscher Technik und deutscher Rennfahrer zu demonstrieren. Ferdinand Porsche und seine Leute können mit dem Auto-Union-Wagen den etablierten Rennern von Mercedes immer wieder Paroli bieten. Die Begeisterung an den Strecken ist unvorstellbar. Ein zweites Projekt von nationaler Bedeutung betrifft die Porsches noch stärker: die Volksmotorisierung. Hitler fordert von den Autoherstellern, einen für jedermann erschwinglichen Kleinwagen zu entwerfen. Die Beschreibung entspricht in vielen Einzelheiten den Fahrzeugen, an denen Porsche gerade noch gearbeitet hat. Wieder spricht er persönlich bei Hitler vor. Der Vertrag, der schließlich geschlossen wird, kommt vielen riskant vor, nicht so den Porsches. In der Stuttgarter Villa am Feuerbacher Weg richten sie eine Werkstatt ein. Bald verlassen die ersten Prototypen den Hof. Bei der Entwicklung des Volkswagens war meine Hauptfunktion, den gesamten Versuch zu leiten. Und zwar hatte ich bereits den Vorläufer, den Zündapp und den NSU, die Entwicklung gehabt und habe die Erfahrungen, die beim NSU gemacht wurden, übertragen auf das neue Konzept des Volkswagens. Im Jahr 1935 heiratet Ferry Porsche endlich seine Dodo. Die Flitterwochen verbringen sie in den Bergen. Obwohl mittlerweile 25 Jahre alt, halten Vater wie Mutter ihn eigentlich für zu jung für die Ehe. Beruhigend also, dass das junge Paar in der elterlichen Villa wohnen bleibt. Knapp ein Jahr später wird ihr erster Sohn geboren, Ferdinand Alexander Porsche, bald Butzi genannt. Drei weitere Söhne werden folgen. Die Entwicklung des Volkswagens macht gute Fortschritte. Ab 1936 werden offizielle Testfahrten durchgeführt. Argwöhnisch überwachen Vertreter der Automobilindustrie die Fahrten. Am Ende bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Konstruktion zu loben. Parallel dazu reifen die Pläne für eine Werksanlage, in der der Volkswagen produziert werden soll. Um sich ein Bild von einer Massenfertigung zu machen, gehen die Porsches auf Reisen. Ferry begleitet den Vater. Per Schiff geht es in die USA, wo sie eine Fließbandproduktion besichtigen wollen. Es kommt zu einer Begegnung mit dem Unternehmer Henry Ford. Sie haben diskutiert, wie die Autos also ausschauen sollten und was man machen sollte. Und dann wollte der Großvater antworten. Dann hat der Henry Ford gesagt, lassen Sie doch Ihren Sohn antworten. Das ist doch die Jugend, das ist doch auch die Zukunft. Und das ging dann auch gut. Ford hat Porsche gefragt, wie stellen Sie sich das Automobil der Zukunft vor? Und der Ferry hat damals den Volkswagen skizziert, wie er dann später entstanden ist. Dass Henry Ford eine Einladung nach Deutschland mit der Begründung, es wird Krieg geben, ablehnt, hinterlässt wenig Eindruck bei den Gästen. Ferdinand Porsche wird bald Hauptgeschäftsführer der Volkswagen GmbH. Sein ganzes Engagement gilt dem Aufbau des Werks, in dem 1,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produziert werden sollen. Woher das Geld für diese im Grunde windige Unternehmung stammt und was die strammen Herren, für die er arbeitet, sonst noch so tun, all das interessiert den Vater nicht. Und wenn es den Vater nicht interessiert, dann hat es auch den Sohn nicht zu interessieren. Auch die Tatsache, dass die Führung immer wieder auf die militärische Nutzbarkeit des geplanten Werks pocht, irritiert die beiden nicht. Porsche hat nie bewusst das Volkswagenwerk geschaffen, unter der Maßgabe einmal für die Rüstung zu arbeiten. Er wollte den Volkswagen des Volkes, das billige Auto bauen, das sich jedermann leisten konnte. Also er hatte bestimmt Krieg nicht im Sinn. Da bin ich überzeugt. Und Ferry schon gar nicht. Das waren eben tatsächliche Enthusiasten, die ihre Ideen verwirklichen wollten. So ein Mensch war Ferdinand Porsche. Und da war
dann war es ihm eben aus diesem Gesichtspunkt heraus, war es ihm gerade recht, dass er jemanden gefunden hatte, wie Hitler. Als 1938 die Grundsteinlegung in Wolfsburg gefeiert wird, ist die gesamte Spitze des Regimes anwesend. Ferri ist mit drei nagelneuen VW-Modellen angereist, die zur Besichtigung freigegeben sind. Am Ende der Veranstaltung chauffiert er Hitler im offenen Wagen zum Bahnhof, was ihn kurzfristig zum Medienstar werden lässt. Das war Breaking News, wie man heute sagt, nicht? In den Tagen danach bekommt Ferri waschkörbeweise Fanpost. Doch der wahre Held ist Vater Ferdinand, der als Hitlers Lieblingsingenieur mit Ehrungen überhäuft wird. An den Konstrukteur Dr. Ferdinand Porsche. Er wird zum Honorarprofessor und zum Wehrwirtschaftsführer ernannt. Nichts, so scheint es, kann jetzt noch seinen Lebenstraum verhindern. Am Ende ist es sein mächtigster Verbündeter, der die Unternehmung zunichte macht. Am 1. September 1939 überfallen deutsche Truppen auf Befehl Adolf Hitlers Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Mit Kriegsausbruch verändern sich auch Vater Porsches Aufgaben. Das Genie des Erfinders wird jetzt für andere Dinge gebraucht. Porsche-Panzer, entwickelt im Stuttgarter Büro, rollen Tag für Tag von den Fließbändern. Der Leopard, der Tiger und die monströse Maus. Auch in Wolfsburg ist jetzt alles anders. Statt Kleinwagen werden in den Hallen Waffen für den Krieg gefertigt. Aus der Idee des Volkswagens ist ein robuster Kübelwagen für die Wehrmacht geworden, der sich an der Ostfront und in Nordafrika bewährt. Immer tiefer verstrickt sich Ferdinand Porsche in Hitlers Kriegsmaschinerie. Als in Wolfsburg Arbeitskräfte fehlen, fordert er Zwangsarbeiter an. Deren Kinder steckt man in ein werkseigenes Heim. Keines überlebt. Auch Gefangene aus Konzentrationslagern müssen für Wolfsburg arbeiten, in seinem Verantwortungsbereich. Doch all das bewegt Vater Porsche wenig. Er möchte nur Konstrukteur sein. Wie viel Ferri von all dem mitbekommen hat, bleibt unklar. Ob er mehr sehen wollte als sein Vater ebenso. Als dann die deutschen Städte im Bombenhagel versinken, fordert man das Büro Porsche auf, seinen Sitz aus Stuttgart zu verlegen. Die Porsches wählen das österreichische Zell am See aus, wo die Familie ein größeres Anwesen, das Schüttgut, besitzt. Und Münd in Kärnten, wo das Büro ein altes Sägewerk bezieht. Ab Januar 1945 ist fast die gesamte Familie Porsche und Pirch auf dem Schüttgut versammelt. Im Mai schließlich die Kapitulation. Engländer erscheinen. Ferdinand und Ferri Porsche werden gefangen genommen, entlastet und wieder freigelassen. Wenig später folgt eine Einladung der Franzosen nach Baden-Baden. Der Vater vermutet, dass man ihn um Hilfe beim Aufbau einer französischen Automobilfabrik bitten will. Doch Vater und Sohn sowie der sie begleitende Dr. Pirch werden im Hotel verhaftet. Der Vorwurf: Die Porsches hätten im Krieg französische Ingenieure verschleppen lassen. Monate später wird Ferri als einziger auf freien Fuß gesetzt. Er kehrt nach Gmünd in Österreich zurück, wo der Rest der Porsche-Mannschaft einen neuen Anfang versucht. Die haben ja für die Landwirtschaft Verschiedenes gebaut. Zuerst Aufträge von der Landesregierung über Mähfinger, dann Skibindungen, Brakenbeschläge. Dann hat man aus den Leiträdern der Panzer Handwegen gemacht. Dann die Seilwinde, Durchströmturbine. Und das waren die anfänglichen Arbeiten. Die Konstrukteure haben sich auf die Art beschäftigt, und um eben die Leute bezahlen zu können. Mit Ferri Porsches Rückkehr bekommt die Unternehmung bald eine eindeutige Richtung: Automobilbau. Der erste Auftrag ist ein Rennwagen für einen Turiner Fabrikanten. Doch so wie der CIS Italia nie eine Rennstrecke sieht, kommt auch der mitbestellte Sportwagen nicht über das Planungsstadium hinaus. Trotzdem, der Auftrag bringt so viel Geld in die Kassen, dass eine Kaution für den Vater gestellt werden kann. Als der alte Herr in Gmünd eintrifft und den CIS Italia sieht, ist er voll des Lobes.
Der Großvater hat es angeschaut und hat gesagt, ich hätte keine Schraube anders gemacht. Und das war eigentlich sozusagen der Meisterbrief. Der so geadelte Sohn Ferri hat an der Idee, einen Porsche-Sportwagen zu bauen, endgültig Gefallen gefunden. Der vor 6 Jahren gebaute Berlin-Rom-Wagen, jetzt der Entwurf für den Italiener, an Ideen ist kein Mangel. Der Typ 356 soll auf der Basis des Volkswagens entstehen. Er soll leicht und windschnittig sein und einen getunten VW-Motor bekommen. Die ersten Prototypen waren reinste Handarbeit. Es hatte etwa 3 Wochen gedauert, bis ein Fahrzeug fertig war. Und da gab es ja den Herrn Weber. Das war ein ganz hervorragender, qualifizierter Karosseriefachmann. Das war ein Genie, ein Künstler, der hat zum Beispiel in 90 Stunden auf seine einfache Art eine Karosserie gefertigt. Und zwar hat er ein Holzmodell gehabt, ein Pass- und Kantmodell, verschiedene Treibstöcke mit verschieden bombierten Hämmern, hat die Bleche auf diese Treibstöcke vorgetrieben, auf den Holzmodell angepasst, nachgeschlichtet und dann gekantet, beschnitten und verschweißt. Bevor die 356er ihre Karosserie bekommen, wird mit den nackten Fahrzeugen eine Testfahrt zum Katschbergpass gemacht. Und das war für uns immer die Faszination, weil es waren in Gmünd ja wenig Fahrzeuge unterwegs. Es hat der Doktor ein Auto gehabt, ein Tierarzt oder ein paar Großgrundbesitzer, die haben Fahrzeuge gehabt, aber die waren natürlich damals für uns die Faszination. Die Lebensumstände der Porsche-Mitarbeiter in Gmünd sind keinesfalls luxuriös. Die Firma hat im Ortsteil Gries eine kleine Siedlung aus Behelfshäusern gebaut, in denen man eng beieinander wohnt. Aber gerade durch die engen Kontakte und durch die Nähe der Wohnhäuser war es schon eine besondere Vertrautheit unter den Beschäftigten auch. In diesem engen Beieinander bleibt aber auch wenig verborgen. Vater Ferdinand Porsche, bis Kriegsende die dominante, aggressive Führungspersönlichkeit, hat die Haft in Frankreich stark zugesetzt. Als das erste Mal im September wieder nach Gmünd in Kärnten zurückkam, da war er schon gesundheitlich gezeichnet. Und damals hat er sich immer wieder erklären lassen, was geschieht in der Firma. Aber er war nicht mehr die beherrschende Persönlichkeit, sondern das war schon Ferri Porsche. Ferri Porsche versteht es, das Team auf seine Art zu motivieren. Er ist stets freundlich, zurückhaltend und respektvoll. Und er hört auf die Argumente seiner erfahrenen Führungskräfte. Porsche-Sportwagen sind von Anfang an ein Erfolg. Auch wenn die Probleme kein Ende nehmen wollen. Kapitalmangel, Lieferengpässe, Auflagen der Besatzungsmacht. Doch Ferri versteht es, mit seiner ruhigen Art stets das Beste für die Firma zu erreichen. Die Krönung, ein Deal mit VW-Chef Heinz Nordhoff, der die Zukunft der Firma Porsche auf Dauer sichert. 5 Mark Lizenzgebühr für jeden verkauften Käfer, langfristige Lieferung von VW-Teilen, Nutzung des VW-Vertriebsnetzes durch Porsche und die VW-Generalvertretung in Österreich sind das Ergebnis. Das, was der Großvater als genialer Konstrukteur war, das war mein Vater in seinem Gespür für das Unternehmertum. Er ist immer am Boden geblieben, aber er war ein ausgeprägter Unternehmer. 52 schmucke Porsche 356 werden in Gmünd gebaut. Doch schon nach einem einzigen Jahr ist klar, dass der kleine Gebirgsort einfach nicht geeignet ist für eine expandierende Automobilproduktion. Man beschließt, nach Stuttgart zurückzukehren. Weil das Zuffenhausener Gelände von den Amerikanern besetzt ist, mietet man sich bei der Karosseriebaufirma Reuter ein für 1 Mark pro Quadratmeter. Die haben uns praktisch eine Ecke, so vielleicht 20 auf 30 Meter,
Die wurde einfach freigemacht und wir haben uns da versucht einzurichten. Werkzeuge gab es keines, mussten wir alles selber mitbringen und haben uns da halt eben so nach und nach die Werkstatt eingerichtet. Es gab ja am Anfang vielleicht 6, 7 Leute in der Werkstatt und das war für uns war das eine ganz tolle Geschichte, dass wir da mitarbeiten durften. Vater Porsche verfolgt den Erfolg seines Sohnes zunehmend aus der Distanz. Im November 1950 erleidet er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholt. Ferdinand Porsche, einer der genialsten, aber auch umstrittensten Ingenieure des 20. Jahrhunderts, stirbt am 30. Januar 1951. Auf dem Schüttgut in Zell am See findet er seine letzte Ruhestätte. Ferry Porsche ist jetzt Familienoberhaupt. Er teilt im Einvernehmen mit seiner Schwester die Verantwortung für die ihnen gehörenden Porsche-Besitztümer auf. Die Pirchs werden sich Porsche in Österreich widmen. Ferry Porsche das Stuttgarter Unternehmen leiten. Porsches erstes Ziel heißt Bau und Verkauf einer Serie von 500 Fahrzeugen. Ein 356er kostet genau 9.950 D-Mark. Nicht wenig Geld für ein eigentlich überflüssiges Fahrzeug. Mir wurde immer wieder gesagt, die Firma Porsche, die wird nicht überleben. Das ist nicht möglich, dass man solche Autos ein Verkaufserfolg wird. Eine Grundregel des Wirtschaftswunders, von dessen Erfolgswelle auch Porsche mitgerissen wird, lautet: Wer verkaufen will, muss werben. Ferry Porsche hat da seine eigene Methode. Er setzt auf sportliche Erfolge seiner Wagen und die daraus resultierende Berichterstattung in der Presse. Seine Rechnung geht auf. Bald sieht man die kleinen Zuffenhausener Sportwagen auf allen Rennstrecken triumphieren. Mein Ziel war einfach Rennen fahren. Und dann hat ein guter Freund gesagt, da könnte sich der Porsche also als geeignet erscheinen. Und dann habe ich meine Mutter beharrt, dass sie mir geholfen hat. Es war ja ein Haufen Geld damals. Und ich habe dann einen Porsche gekauft. Ja, ich war begeistert. Das war ja ein Auto, da gab es ja wenig Auto, grundsätzlich wenig. Und dann noch so ein besonderes Auto, so ein Porsche zu haben. Das erste große Rennen, das auch später immer das wichtigste Rennen für Porsche sein wird, sind die 24 Stunden von Le Mans, ein Langstreckenrennen. 3 modifizierte 356er werden auf die Reise nach Frankreich geschickt. Für einen von ihnen, die Nummer 46, springt gleich ein Klassensieg heraus mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 122 Stundenkilometern. In Amerika hört der Autoimporteur Maxi Hoffmann von den Erfolgen des deutschen Sportwagens. Er holt Porsche ins Land. Mit dabei Herbert Linge, Service-Spezialist. Wenn in Miami sich ein Kunde über irgendetwas beschwert hat, dann musste ich nach Miami und musste das in Ordnung bringen. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Und das hat einen unheimlichen Eindruck gemacht bei den Amerikanern. Wir konnten nach jeder Veranstaltung, die wir irgendwo betreut hatten am Wochenende, konnten wir montags den Bestellblock rausholen und gleich nochmal eine ganze Menge Bestellungen entgegennehmen. Also es war wie eine Lawine, das hat sich das fortgesetzt. Seit der Geburtsstunde des ersten Porsche sind nun gut 10 Jahre vergangen. Von Anfang an haben Ferry Porsches Leute daran gearbeitet, den Wagen leistungsfähiger und komfortabler zu machen. Dabei hat er sich natürlich auch äußerlich entwickelt. Wie es Ferry Porsches Charakter ist, wird jede Veränderung vorsichtig abgewogen und getestet, bevor sie in Serie geht. Daneben gibt es Konstruktionsaufträge anderer Firmen und einen Beratungsvertrag mit Volkswagen. Immer wieder liefert Porsche Verbesserungs- oder Entwicklungsvorschläge in Wolfsburg ab. Immer wieder landen sie in der Schublade. Der Käfer ist ein solch globaler Verkaufsschlager, dass man sich lange nicht traut, ihn anzurühren. Mit dem Aufbau der Bundeswehr 1955 kehrt auch die militärische Seite wieder ins Haus zurück. Porsche konstruiert Panzer und andere militärische Fahrzeuge. Die Geschichte hat keine Berührungsängste hinterlassen. Jedes Jahr laufen mehr 356er vom Band.
Das alte Werk wird von den Amerikanern freigegeben. Neue Gebäude und Anlagen kommen dazu. Ferry Porsche ist ein fürsorglicher Unternehmer, der allerdings auch vollen Einsatz verlangt. Da gab es keine Diskussion, jetzt ist Feierabend oder jetzt ist Samstag, Sonntag, Wochenende, gell, keine Zeit, das gab es nicht. Sondern wenn man in dem Kreis drin war, dann musste man hundertprozentig mitziehen oder man war nicht lange dabei. Die Porsche-Mitarbeiter, die mitziehen, arbeiten in einer Firma, die ihrer Zeit weit voraus ist. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, eine betriebliche Altersversorgung, das 13. Monatsgehalt. All diese Ideen realisiert Ferry Porsche lange, bevor sie gesetzlicher Standard werden. Er hat mir gesagt, er möchte keine Unterschiede zwischen gewerblichen Mitarbeitern und Angestellten. Er möchte, dass die Firma Porsche nicht nur auf dem technischen Sektor, sondern auch auf sozialem Gebiet Vorbildfunktion übernehmen soll. Mein Vater hat dieses Unternehmen so geführt, dass er selber Vorbild war. Und es gab bei uns schon in den 50er und 60er Jahren zum Beispiel soziale Einrichtungen, die es noch nirgends gab. Solidität und Verlässlichkeit sind Tugenden, auf denen Ferry Porsches Leben aufbaut. Sichtbar wird das im Werk, bei seiner Porsche-Familie, wie auch in seinem Zuhause am Feuerbacher Weg. Der Vater ist früh ins Geschäft, ist mittags nach Hause gekommen, hat sich 10 Minuten nach dem Essen hingelegt, hat einen Kaffee getrunken und ist wieder ins Geschäft und ist vor Abend um 7:30 nicht heimgekommen. Und da erinnere ich mich, dass ich oft da draußen saß am Tor und er gesagt hat, ich komme in der nächsten Viertelstunde. Und es sind Stunden vergangen, bis er erschien. Der wichtigste Mensch in Ferry Porsches Leben ist ohne Zweifel seine Frau Dodo, mit der ihn eine innige Partnerschaft verbindet. Meine Mutter war eine besonders liebenswürdige Frau. Und ich glaube, sie hat meinem Vater, und das ist das, was ich so toll finde, sie hat meinen Vater unsichtbar gestützt und hat ihm also wirklich Rückendeckung gegeben, wo immer es notwendig war. Ende der 50er Jahre ist klar, dass der Porsche 356 technisch ausgereizt ist und ein neues, nicht auf VW-Basis gefertigtes Modell entwickelt werden muss. Für die Firma ein durchaus riskantes Unternehmen. Ferry Porsches ältester Sohn Ferdinand Alexander arbeitet seit 1958 im Designstudio des Werks. 5 Jahre später, als Leiter der Abteilung, gelingt ihm der große Wurf. Der Porsche 911, der eigentlich Porsche 901 heißen sollte. Im Jahr 1963 erblickt er zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit. Sie wissen, warum er 901 hieß. Es war die Konstruktionsnummer. Und dann hat man festgestellt, dass Peugeot in Frankreich ein Patent hat, das dreistellige Ziffern mit einer Null in der Mitte nur Peugeot verwenden darf. Und dann hat mein Vater einfach gesagt, dann tun wir 10 dazu, dann ist es 911. Natürlich gab es Stimmen, die gemeint haben, es ist kein Porsche mehr. Aber das sind eben Leute gewesen, die sich letzten Endes dann doch geirrt haben, weil der 911er ist ja tatsächlich dann eben ein moderner, echter Porsche geworden. Und der 911er ist mindestens die gleiche Legende geworden, wie es der 356 geworden ist. An Ferry Porsches Philosophie, mit dem Rennsport für seine Sportwagen zu werben, hat sich auch Jahre später nichts geändert. Als solider Unternehmer hat er aber stets die Kosten-Nutzen-Rechnung im Blick. Nach jahrelangem Engagement bei den Sportwagen tritt Porsche Ende der 50er in der Formel 2 und dann sogar in der Formel 1 an. Nach einem gewonnenen Grand Prix zieht man sich aber wieder aus dem Formelsport zurück. Aus Kostengründen. Ende der 60er Jahre kann Porsche auf 2 erfolgreiche Jahrzehnte im Rennsport zurückblicken.
Was noch fehlt, ist der Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Bis dahin konnte man immer nur Klassensiege feiern. Unter der Leitung von Ferry Porsches ehrgeizigem Neffen Ferdinand Pirch hat der Porsche-Rennstall erstmals 1969 die Chance, Gesamtsieger zu werden. Doch dem Fahrer Hans Herrmann fehlen am Ende 150 Meter zum Sieg. Ein Jahr später versucht man es wieder mit dem bärenstarken Porsche 917. Für die Fahrer ist Le Mans eigentlich ein einziger Albtraum. Die Witterungsverhältnisse sind manchmal katastrophal. Die wechseln und dann Regen und dann kein Regen, dann Reifenwechsel, dann Nacht, dann Nebel. Also da ist alles drin. Und dann, was sehr, sehr gefährlich ist bei Le Mans, sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge. Das heißt, es gibt Fahrzeuge, das sind die langsamsten, die fahren 280, 290. Aber unsere Autos, 70 fuhren wir auf der Geraden 382. Das heißt, das kam davor, wie wenn die anderen alle stehen mit dem Auto. So unheimlich ging das Auto damals. Das Auto war bei der Geschwindigkeit gar nicht mehr am Boden. Gell? Man hat es gehört, die Hinterräder haben immer durchgedreht. Und am Lenkrad konnte man drehen und da ist überhaupt nichts passiert. Das Auto ist also mehr geflogen als wie gefahren. Für Ferry Porsche ist das Rennen in Le Mans seit 20 Jahren fast ein Pflichttermin, für den er nicht selten einen oder mehrere seiner Söhne mit ins Auto packt. Wenn wir hier weggefahren sind, dann hat er gesagt, jetzt ist es 9 Uhr vormittags, also mittags sind wir ungefähr auf der Höhe Reims. Da schaue ich mal, ob es da irgendein Lokal gibt. Und dann hat er also nachgeschaut und hat also das gefunden. Da ist ein Restaurant mit einem Stern im Michelin. Und da gehen wir Mittagessen und dann fahren wir wieder weiter. Und das war für ihn ein großes Vergnügen. Auch an turbulenten Renntagen bleibt Ferry Porsche sich treu. Er ist der unaufgeregte, fast unauffällige Mann im Hintergrund, der Sicherheit gibt. Er hat sich also überhaupt nicht eingemischt in die Arbeit der Ingenieure oder Mechaniker und auch nicht in die Rennstrategie. Sondern er hat gesagt, das ist euer Job, macht es. Ich vertraue euch, dass ihr das Beste daraus macht. Und das hat auch dazu beigetragen, dass er unheimlich beliebt war bei uns, bei den Mechanikern und bei den Fahrern. Auch beim größten Sieg oder bei den Siegen habe ich Ferry Porsche immer ruhig erlebt. Nie irgendwie laut oder hochtrabend oder irgend sowas, das lag ihm nicht. So hätte ich mir ihn auch nie vorstellen können. 1970 gelingt tatsächlich der Triumph. Mit Hans Herrmann und dem Briten Richard Atwood am Steuer gewinnt Porsche die Gesamtwertung in Le Mans. Dieses Mal ist die gesamte Familie da, auch Ferrys Frau Dodo und Hans Herrmanns Magdalena. Als ich wegfuhr hier zu dem letzten Rennen, sagte sie, Hans, wenn du jetzt gewinnst, hörst du dann auf. Und da war die Frau vom Ferry Porsche, die Dodo, war überglücklich, dass ich dort mit der Rennerei aufgehört habe. Und das zeigt eigentlich auch, wie sehr sie eben nicht nur das Rennen und nur den Erfolg und nur den Sieg, sondern zu einem Menschen gestanden ist. 2 Jahre später, im Frühjahr 1972, erfährt die Firma eine radikale Umgestaltung. Ferry Porsche zieht damit einen Strich unter Streitigkeiten zwischen den Pirch- und den Porsche-Kindern, die über die Zukunft des Unternehmens uneins sind. Alle Familienmitglieder scheiden aus der Firma aus, einschließlich Ferry Porsche, der in der neu gegründeten Aktiengesellschaft Vorsitzender des Aufsichtsrats wird. Die neuen Vorstände, die jetzt das Geschäft in die Hand bekommen, greifen tief in die Porsche-Philosophie ein. Porsche 914, 924, 928, 944. Neue Modelle mit neuen Konzepten kommen in den folgenden 2 Jahrzehnten auf den Markt, für die auch neue Käuferschichten erschlossen werden müssen. Man hat sich sicher auch mal verirrt, aber ich würde sagen, man hat sich auch manchmal mit Vorständen verirrt. Für Ferry Porsche ist der Rückzug nicht unbedingt leicht. Ein Leben lang hat er ganz nah bei der Porsche-Mannschaft und seinen Automobilen die Geschicke der Firma gelenkt.
1985 stirbt überraschend seine geliebte Dodo, Ferris große und einzige Liebe, 58 Jahre nach ihrer ersten Begegnung in der Straßenbahn. Ich habe immer gedacht, dass wahrscheinlich eher mein Vater stirbt als meine Mutter. Und als das dann andersrum war, weil ich auch immer gedacht habe, dass meine Mutter leichter über das hinwegkäme als mein Vater. Und deswegen habe ich mich so gewundert, dass er das so mit Würde und doch, wie er das übergangen hat. Und wie er es, also übergangen hat er es ja nicht, aber er hat es einfach geschafft. Nach einem Verkaufsboom Mitte der 80er Jahre kostet die weltweite Konjunkturflaute Anfang der 90er Jahre Porsche fast die Existenz. Die Abhängigkeit vom US-Markt hat fatale Auswirkungen. Ein Glücksgriff bei der Neubesetzung des Vorstandspostens rettet Ferry Porsches Lebenswerk. Wendelin Wiedeking holt japanische Produktionsexperten ins Werk, die alle Abläufe verschlanken. Unprofitable Modelle werden eingestellt, neue erfolgreiche auf den Markt gebracht. Nach 3 Jahren ist der wirtschaftliche Turnaround geschafft. Ferry Porsche ist jetzt ein 85 Jahre alter Herr. Ohne die geliebte Frau an seiner Seite lebt er ein ruhiges Leben nach präzise eingehaltenen Regeln. Dazu gehört auch der tägliche Gang in sein Büro, im alten Werk 1. Er hat es auch geliebt, von der Jahreszeit her die Fenster immer offen zu halten. Und wenn in der Werkstatt die Motoren eingestellt wurden, dieses Geräusch, ich sage als Musik, in diesem inneren Hinterhof zu genießen und diesen Abstand damit zu schaffen zu dem, was bis heute entstanden ist. Für Ferry Porsche hat sich die Firma längst zu rasant entwickelt. Was er einst in der Holzbaracke von Gmünd begann, ist nun zu einer Qualitäts- und Lifestyle-Marke von Weltgeltung herangewachsen. Mit modernsten Produktionsanlagen und einem Entwicklungszentrum, das auch für zahlreiche andere Hersteller arbeitet. Zu viel, zu groß und zu unüberschaubar für diesen bescheidenen, vorsichtigen Mann. Ferry Porsche stirbt im Alter von 88 Jahren in Zell am See, 11 Jahre vor der Krise des Jahres 2009. Die ähnelt im Hause Porsche der Geschichte des Icarus, der zu hoch hinaus wollte, unvorsichtig wurde und deshalb vom Himmel fiel. Ferry Porsche schaffte zu Lebzeiten, was nur wenigen gelang, sich aus dem mächtigen Schatten eines genialen Vaters zu lösen und zu eigener Größe zu finden. Am 19. September 2009, im Jahr der Krise, wäre er 100 Jahre alt geworden.